Romeo and Juliet ist ein Rockballett von Rasta Thomas, dem Gründer der Bad Boys of Dance. Das Stück vereint Elemente von Theater, Ballett und Rock'n'Roll. Auch beim Lichtdesign spielen diese drei Elemente eine Rolle. Das Showlicht des klassischen Rock'n'Roll ist mit starken Beambildern vertreten. Das Gassenlicht kennt man eher aus dem Ballett oder Theater. Es fungiert als Alternative zum Frontlicht, wie man es von der klassischen Showbeleuchtung her kennt. Aber auch ganz praktische Überlegungen spielen eine Rolle, wie uns Roland Greil erklärt. Er hat in Zusammenarbeit mit Patrick Woodrow das Lichtdesign entwickelt. Zum anderen will man auch vermeiden, dass man Impact oder halt Beambilder auf dem Boden hat von dem Weißlicht oder von der Personenbeleuchtung, sodass man eben den Boden auch nochmal als, nennen wir es mal, gestalterisches Element nutzen kann. Was hier auch sehr effektiv ist in einem klassischen Theater oder nennen wir es mal klassischen Theaterauditorium, das ja nach hinten hin ansteigt. Das heißt, der Großteil des Publikums ist nicht auf einer Ebene vor der Bühne, sondern nach der vierten oder fünften Reihe sieht man auch den kompletten Bühnenboden. Und man kann das natürlich dann auch als gestalterisches Mittel mitnehmen, indem man diesen Boden in Farben taucht oder eben mit einer Gobo-Projektion eine Struktur drauflegt und so weiter. Und gerade in den Fällen ist eigentlich, sage ich mal, ein klassisches Vorderlicht von einer Fronttraverse eher kontraproduktiv, weil alles, was ich von vorne auf eine Bühne leuchte, wirft natürlich auch ein Lichtkegel schlussendlich auf den Boden, der dann so eine Struktur wieder unschön macht. Daher versucht man eben auch mit Gassenlicht zu arbeiten. Auf ein herkömmliches Bühnenbild wurde bei Romeo and Juliet verzichtet. Um mit Hilfe des Lichtdesigns Räume schaffen zu können, kommen unter anderem Blendenschieberlampen zum Einsatz. Wir haben relativ viele Profilschieberlampen, also sprich Moving Lights mit Shaper, wo wir wirklich Räume damit leuchten. Weil wir haben hier, wie gesagt, kein Set im herkömmlichen Sinn, sondern wir haben hier eigentlich erstmal einen schwarzen Guckkasten. Und diesen schwarzen Guckkasten erwecken wir mit zwei Elementen oder zum Leben. Das ist zum einen das Licht und zum anderen mit einer ganz klassischen Projektion. Also quasi zum Beispiel in manchen Szenen einen Ballsaal, der projiziert wird oder ähnliches. Und eben dann die andere Variante, wie man, sage ich mal, den Leuten den passenden Rahmen oder die passende Stimmung suggeriert, ist eben das Licht. Und da arbeitet man wirklich dediziert damit, dass man auch Architekturen schafft und Räume schafft. Wenn die Positionen der Scheinwerfer festgelegt sind, werden die Geräte spezifiziert. Wie geht Roland Greil hier vor? Gibt es Aufgaben, für die ausschließlich bestimmte Geräte in Frage kommen? Wie flexibel darf oder muss man als Lichtdesigner sein, wenn es um die Auswahl der richtigen Lampen geht? In der ersten Spezifikation spezifiziert man natürlich das, sagen wir mal, Lieblingsprodukt. Entweder, also wenn es um eine offene Ausschreibung geht, das Lieblingsprodukt oder eben, wenn man weiß, dass zum Beispiel PRG oder Neck Earth oder Satisfy oder welche Firma auch immer die Lampen liefert, weiß man ja auch ungefähr, was hat PRG für Lampen, weiß ungefähr, was hat Upstaging für Lampen, was hat Neck Earth für Lampen. Das heißt, man kann dann in der Spezifikation schon drauf eingehen. Und wenn man das nicht tut, sagen wir, sondern wirklich so eine Lieblingsspezifikation rausschickt, war auch hier so, das erste Design, das wir rausgeschickt haben und die erste Spezifikation hat keine Viper oder keine Mac 2000 Wash schlussendlich in der Spezifikation gehabt, sondern das waren größtenteils Clay-Packy-Lampen. Nichtsdestotrotz, dann gibt es irgendwann ein Feedback von der jeweilig ausführenden Firma, die dann halt ankommen und sagen, wir können euch stattdessen mehr oder minder Lampe X oder Lampe Y bieten. Und da muss man bis zum gewissen Grade flexibel sein. Bei manchen Produkten kann man das aber leider auch nicht. Also jetzt hier in dem Fall zum Beispiel ganz speziell der Sharpie Wash. Weil dafür gibt es im Moment am Markt kein Substitut, das in der gleichen Größe die gleiche Funktion erfüllt. Da besteht man dann drauf, da muss man dann auch manchmal ein bisschen eisern sein. Wobei hingegen bei ganz vielen anderen Lampen, sage ich jetzt mal relativ flexibel sein kann. Bei Romeo and Juliet besteht das Scheinwerfer-Setup, bis auf den Sharpie Wash von Clay Packy, fast ausschließlich aus Geräten von Martin Professional. Wir haben vorne im Vorderbühnenbereich, also im Publikumsbereich, eine klassische Frontrass mit in dem Fall 8 Mac 2000 Wash, die wir einfach als Vorderlicht benutzen, mehr oder minder, aber zumeist entweder um dediziert, also wirklich fokussiert Vorderlichtpositionen zu machen oder eben die ganze Bühne einfach mit dem Vorderlicht in der Farbe zu waschen. Haben dann über der Bühne vier Traversen. Pro Traverse hängen vier Viper Performance von Martin und vier Viper Wash von Martin. Die Viper Performance ganz einfach aus dem Grund, das ist, wie vorher schon mal angesprochen, unsere Shaper-Lampe oder Blendenschieberlampe.
um Räume zu schaffen, um dediziert auch nochmal Positionen von oben zu leuchten, um starke Hinterlichter zu setzen und so weiter. Und dann eben nochmal Washlights, um zum einen auch nochmal einen Hinterlichtwash zu setzen, sowohl als auch um Beambilder damit zu leuchten. In der nächsten Ebene quasi gibt es eine Traverse, die komplett mit Martin Rush MH3 bestückt sind. Martin Rush MH3 ist im Trend liegend, sage ich mal, das Martin Pendant zum Clay Pecky Sharpie, also einer kleinen, lichtstarken Beamlampe, die ganz einfach unsere Beam-Ebene darstellt. Und eben auch nochmal das, sag ich mal, unterstützt, dass wir einfach immer auch grundsätzlich, jetzt wenn wir an Produktionen rangehen, versuchen, egal durch wie geartet, ob Licht oder Szenerie, einfach einen kompletten Szenenwechsel zu haben und einfach auch eine Lichtdramaturgie zu haben, haben wir diese Beamlampen auch erst im zweiten Teil der Show überhaupt im Einsatz. Haben dann abschließend hinten einen Alex-Zug, also eine Lichttraverse hängen, wo wir nochmal Clay Perky Sharpie Wash hängen haben. Als kleine, starke Washlights, um einfach nochmal von hinten, sage ich mal, Beambilder zu leuchten und Hinterlicht-Washlights zu haben. Warum Sharpie Wash? Ganz einfach, weil sie klein sind, weil sie handlich sind und weil sie im Output im Moment für die Größe unersetzbar sind. Und haben an der Traverse auch nochmal Viper Profile hängen, also eben die Viper Spots, nur ohne Blendenschieber, dafür mit drei Gobo-Ebenen. Einfach, um von hinten auch nochmal einen Gobo-Layer zu haben. Abschließend an der Bühne gibt es dann nicht mit Licht bestückt eben ein Zyklorama oder halt einen Screen, der quasi mit einem 15.000 Ansilumen-Beamer von vorne als Projektionsfläche bedient wird. An dieser Traverse mit dem Screen gibt es auch nochmal eine King-Schiene mit einem schwarzen Vorhang, eben um die Möglichkeit zu haben, diesen Screen auch zuzumachen und einen schwarzen Bühnenhintergrund zu haben, was natürlich sehr hilfreich ist fürs Licht, wenn man auch die Projektionsfläche mal schließen kann, weil man ganz andere Möglichkeiten für Bilder hat, wenn man jetzt nicht den dauerhaften weißen Hintergrund hat. Dann geht es am Boden weiter. Wir haben am Boden unterhalb von der Operafolie, also dem Screen, eine Reihe von Martin Stage Bars stehen, LED-Battens, um den Screen quasi auch mal als klassisches Zyklorama zu benutzen und in Farbe zu tauchen und in Farbe zu leuchten. Haben dann am Boden nochmal 8 Upstage in der Reihe stehen, 8 Sharpie Wash nochmal, eben um auch nochmal einen Layer oder eine Ebene am Boden zu haben mit Washlights, um von hinten Beambilder zu leuchten, sowohl als auch um ein bisschen den Boden mit zu bedienen als Medium. Wir haben dann quasi in der Mitte Upstage Center nochmal einen Viper Profile stehen für ein paar Spezialeffekte in den letzten beiden Nummern. Um zum einen in der Gruftszene dem vermeintlichen Todesplatz von Julia so ein bisschen einen Glow zu geben und um dann im letzten Titel ein starkes Hinterlicht für einen Tänzer zu machen. Haben dann, und da kommen wir jetzt zum klassischen Theaterlicht oder zum klassischen Gassenlicht, pro Seite 4 Booms oder Traversentürme stehen, die jeweils bestückt sind mit 3 ETC Source 4, die in No-Color einfach ein klassisches Gassenlicht liefern, mehr oder minder. Haben pro Turm dann quasi oben auf dem Turm und unten am Boden vom Turm jeweils ein Max 700 Washlight stehen, um von der Seite auch nochmal farbiges Gassenlicht zu machen und eben das Ganze auch in Farbe zu machen. In diesen Türmen sind dann jeweils noch 2 ETC Source 4 Paar verbaut, die in CDB gefiltert sind, um einfach einen kalten Bühnenlook auch zu haben. Und jeweils ein ACL-Bar, um, nennen wir es mal, einen klassischen Vorhangseffekt zu generieren. Ansonsten haben wir an der Bühnenvorderkante am Boden noch eine Reihe Striplights liegen, MR16 Striplights, klassisches Bodenvorderlicht, um einfach für 2-3 Szenen so ein bisschen die Möglichkeit haben, so ein bisschen mystisches Licht auch von vorne zu machen. Am FOH kommt eine Grandma 2 Light zum Einsatz. Der ehemals eingefleischte Hockmann Greil hat die Grandma-Serie inzwischen schätzen gelernt. Ihre Stärken kommen vor allem bei komplexeren Setups zum Tragen. Und mit dem einen oder anderen Kniff lässt sich eine Menge Zeit sparen. Hock ist der Apple und eine Grandma ist eher, ich sag mal, das Linux. Einfach aus dem Grund, eine Holog ist relativ schnell zu erlernen, ist relativ schnell zu verstehen, wenn man ein bisschen, sag ich mal, Grundverständnis mitbringt. Ist gerade für, sag ich mal, so klassische Busking-Shows. Wenn ich heute irgendwo eine Show mit einer Band mache, die ich vorher noch nie gehört habe und mich damit nicht auseinandergesetzt habe, ist es ein super schnelles Tool, das auch wunderbar und gut dafür ist.
wenn es jetzt darum geht, dass man, ich sag mal, komplexere Shows, sei es jetzt entweder komplexer von der Systemgröße, was wir hier jetzt nicht haben, aber sagen wir, große Systeme bedient oder eben auch komplexere Shows aus dem Aspekt her, dass man halt Showabläufe hat, ist im Moment die Grandma definitiv schneller. Man muss auch, man muss dazu sagen, es ist nicht eben daher Linux, es ist nicht so wie jetzt bei einer Holoc, dass ich mich 2 Tage damit auseinandersetze und ich kann eigentlich 100% des Puls und weiß, was es tut und kenne auch alle Tipps und Tricks. Man muss sich leider Gottes mit diesem MA-Pult wirklich mal am besten 3, 4, 5 Wochen in einen Keller vergraben und sich damit im en Detail auseinandersetzen. Aber wenn man dann so die Tricks und Kniffe kennt, wie zum Beispiel, was wir hier jetzt grundsätzlich eigentlich bei allen Shows machen, auch hier es wieder gemacht haben, ist, dass wir ohne ein Pre-Programming vorher zu machen, Musiken oder eben Abläufe komplett im Vorfeld mit einer Transkriptionssoftware runterbrechen, sodass wir die komplette Struktur der Show im Vorfeld haben, ohne jetzt überhaupt eine Vorprogrammierung zu machen. Man hat halt mehr oder minder in seiner Transkriptionssoftware oder auch wenn man, manche benutzen Excel dafür, anyway, die ganzen einzelnen Cues als Namen schon vorhanden. Die ich jetzt hier relativ leicht mit dem Grandma-System einfach über einen Trick 17 importieren kann. Das heißt, ich habe dann meine Cue-Liste, bevor ich überhaupt mein Lichtpult berührt habe, eigentlich schon fertig. Was erstmal nicht so bahnbrechend erscheint, aber schlussendlich eine ganz, ganz große Hilfe ist in der Arbeitsweise, weil wenn ich auf eine Produktion komme und quasi erstmal anfange, damit darüber nachzudenken, wie mein erster Cue heißt, verliere ich Zeit. Somit, wenn ich meine Struktur schon habe, brauche ich eigentlich meine Struktur nur noch füllen. Das heißt, de facto erspart sich locker vor Ort 30-40% der Arbeitszeit. Damit der Lighting Director die Show nach der Programmierung problemlos übernehmen kann, ist Dokumentation das A und O. Mit der Premiere ist unsere Arbeit getan. Das heißt, man gibt ein fertiges Produkt ab. Das heißt, das muss auch über die Cues hinaus dokumentiert sein, das heißt sämtliche Fokuspositionen, sei es mit konventionellen Lampen, sowohl als auch natürlich mit Moving Lights, die geleuchtet sein sind, müssen in irgendeiner Form dokumentiert sein, das heißt man benutzt ja im Normalfall Fotos plus eine Beschreibung, sodass die auch wieder reproduzierbar sind, wenn die Show mal umzieht oder wenn Lampen getauscht werden und so weiter und so fort. Eine Dokumentation auch in der Form. Wir haben ja auch einen Follow-Spot, also das heißt, dieser Follow-Spot muss natürlich auch gecued werden. Das muss natürlich auch in dem Sinne dokumentiert sein, sodass es eigentlich schlussendlich diese Show, die wir zur Premiere abliefern oder kurz danach, also das fertige Produkt, muss für die Laufzeit der Show 100% reproduzierbar sein, genauso wie es am letzten Tag war, auch ohne Timecode. Also auch in der Form, dass es hier die Lighting Directorin gibt, die jeden Abend mehr oder minder die Cues per Hand abfeuert.